Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Kritische Diversity im Kultursektor im Rahmen des Forum Fair Culture. Mein Name ist Jamila Granditz und ich darf alle Teilnehmerinnen und Zuseherinnen im Webinar, aber auch auf der Streaming-Plattform im Namen der heutigen Gastgeberinnen, sprich der österreichischen UNESCO-Kommission und Kulturen in Bewegung der Kunst- und Kulturinitiative des VDC, ganz herzlich begrüßen. Vielleicht kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Die heutige Session wird in etwa eine Stunde lang dauern. Wir werden drei kurze Inputs und Präsentationen hören und werden je nach Zeit versuchen, im Anschluss auch noch Raum zu öffnen für einige zeitlich bedingt wenige Fragen zu schaffen. Die Fragen dürfen Sie gerne im Q&A-Tool des Webinars oder eben über die Kommentarfunktion auf der Plattform stellen. Es wurde bereits im Vorfeld ein Code of Conduct für die heutige Veranstaltung erarbeitet und wir bitten Sie und euch, sich sowohl im Miteinander, im Umgang als auch im Umgang mit den Inhalten an diesen zu halten und an diesen zu orientieren. Genau. Zum Thema. Was bedeutet kritische Diversität und wie können wir diese im Kunst- und Kultursektor verankern? Das Ziel der Veranstaltung oder genau, das gesetzte Ziel der Veranstaltung ist, gemeinsam mit Kunst- und Kulturakteurinnen, mit der Verwaltung und der Politik einen Raum zu öffnen, um die gesammelten Empfehlungen der TeilnehmerInnen der Reihe Forum Fair Culture zu diskutieren und Schritte für eine inklusivere und eine fairere Zukunft ins Auge zu fassen. Darin erschließt sich auch schon die Einladungspolitik der heutigen Veranstaltung. Das Ziel war, möglichst viele Akteurinnen, Entscheidungsträgerinnen, Kulturarbeiterinnen, Interessensvertreterinnen zusammenzubringen und einfach nochmal den Prozess abzuschließen und die ab heute online stehende Publikation, zu der Sie im Laufe der Veranstaltung noch mehr erfahren werden, zu präsentieren und zugänglich zu machen. Forum Fair Culture, was ist das? Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Es ist so, dass Österreich sich mit dem Beitritt zum UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen dazu verpflichtet hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich eine Vielfalt kultureller Ausdrucksformen frei entfalten kann. Das bedeutet, dass die Berücksichtigung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in der Ausgestaltung genau dieser Rahmenbedingungen sehr zentral ist. Und damit wurde sozusagen auch die Bestimmung der Vorzugsbehandlung unterschrieben und die Vorzugsbehandlung stellt somit in diesem Übereinkommen globale Ungleichheitsstrukturen und die Benachteiligung, die strukturelle Benachteiligung des sogenannten globalen Südens in den Fokus und adressiert Probleme, die sich für Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen daraus ergeben. Das umfasst zum Beispiel die restriktiven Visaprozesse und Mobilitätsbarrieren. Das umfasst Hürden, mit denen Künstlerinnen konfrontiert sind, wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt in verschiedenen Kontexten geht und die damit einhergehenden prekären Arbeits- und auch Lebensverhältnisse. Die Veranstaltungsreihe Forum Fair Culture hat somit einen Raum geöffnet, um diese Verpflichtung zur Vorzugsbehandlung im postmigrantischen Österreich zu diskutieren. Und in unterschiedlichen Formaten, diskursiven Formaten, Workshop-Formaten wurde hinterfragt, was denn die sogenannte Südperspektive überhaupt sein soll, welche Formen von Diskriminierung und Ausschluss, welche Rassismen in Österreich wirkmächtig werden und sind. Und damit einhergehend die Frage gestellt, wie eine Entwicklung in Richtung Gerechtigkeit erarbeitet werden kann. Und das betrifft natürlich auch die Community-Arbeit in Österreich, die es dann erlaubt oder die es auch im Prozess erlaubt hat, diese tatsächliche Inklusivität genauer zu betrachten und kritisch zu hinterfragen. Für diesen Prozess ergab sich eben eine Zusammenarbeit der österreichischen UNESCO-Kommission mit Kulturen in Bewegung und es kam eine Art Bestandsaufnahme der aktuellen Verhältnisse zustande. Und seit Dezember 2020 fokussiert der Prozess in einem Bottom-up-Prozess
Zugang an die Frage, wie kann internationale Kulturaustausch aussehen? Was sind tatsächlich Diversitätspolitiken und wie sehen die im österreichischen Kunst- und Kultursektor aus? Was gibt es noch zu tun? Es gab Workshops mit BIPOC, Kunst- und Kulturakteurinnen. Es gab darauf folgend Strategy Labs, wo die Ansätze weiter besprochen und entwickelt wurden und communityübergreifend auch ein Kennenlernen und ein Vernetzen stattgefunden hat. Gut, was sind also die Ziele der heutigen Veranstaltung? Es werden im Laufe der nächsten Stunde die Ergebnisse und Erkenntnisse der Reihe präsentiert werden, Sie und als Multiplikatorinnen und Entscheidungsträgerinnen mit einzubeziehen, den Handlungsbedarf aufzuzeigen und in einen Austausch zu treten und in weiterer Folge Theorie und Praxis zu verschränken. Einerseits an Praxisbeispielen, die wir im Zuge der Inputs noch genauer kennenlernen werden. Andererseits in dem zweiten Teil der Veranstaltung, dem Workshop, der im Laufe des Nachmittags stattfinden wird. Und genau, ich würde jetzt einfach gerne Clara Kostel zur Präsentation der Empfehlungen und somit zum ersten Input einladen. Und vielleicht kurz zu Clara. Clara Kostel arbeitet derzeit als Referentin für das UNESCO-Übereinkommen Vielfalt und kulturelle Ausdrucksformen bei der österreichischen UNESCO-Kommission. Clara, ich darf dir das Wort übergeben. Danke, Jamila, danke für diese schöne Einleitung. Ich habe schon meine Folien gestartet und arbeite zum ersten Mal mit einem kleinen Avatar von mir unten im Eck bei den Folien. Also ich hoffe, Sie sehen alle die Folien, ihr seht alle die Folien gut. Genau, danke, Jamila, für diese super Einführung, den Überblick. Ich darf mich jetzt in meinem Kurzimpuls dem widmen, was wir, die österreichische UNESCO-Kommission, gemeinsam mit Kulturen in Bewegung in dieser Reihe Forum for Culture diskutiert haben und welche Punkte, Reflexionen sich daraus ergeben haben. Das ginge nicht ohne alle TeilnehmerInnen dieser Reihe, ohne unsere UnterstützerInnen, auch einen besonderen Dank an das BMKÖS, die Abteilung für internationale und europäische Kulturpolitik. Und genau auch danke, Anna, dass du heute da bist. Ich gebe sozusagen jetzt einen Überblick. Es ist eine Übersicht, es sind auch konkrete Vorschläge. Allerdings freue ich mich, dass dann in Folge auch von Anne und Galina Baiver Konkretisierungen und konkrete Beispiele noch weiterkommen. Ich gehe zur nächsten Folie. Genau, Forum for Culture, was macht es aus? Also die Besonderheit an dieser Zusammenarbeit ist, so wie Jamila schon gesagt hat, es ist die Verankerung in der UNESCO-Konvention von 2005. Also es ist diese Verankerung in einer Verbindlichkeit, in einem internationalen Rechtsinstrument. Und was Jamila auch schon schön eingeleitet hat zur Bestimmung der Vorzugsbehandlung, was ist Vielfalt kultureller Ausdrucksformen im Sinne des Übereinkommens? Auch nur eine ganz kurze Hintergrundinformation. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Kunst und Kultur vor einer rein ökonomischen Betrachtungsweise geschützt sind. Das bedeutet, klar, also wahrscheinlich für uns, die hier alle zuhören, ist das eine Selbstverständlichkeit. Allerdings ist dieses Instrument, diese Konvention so bedeutend, da hier wirklich erstmalig international in einem Rechtsinstrument verankert wurde, dass Kunst und Kultur auch einen identitätsstiftenden Wert hat, dass es weitere Werte hat, dass es ästhetische Positionen sind und nicht nur im rein finanziell bezifferbaren zu bemessen ist. Wir haben uns in dieser Reihe angeschaut, okay, wo liegen die von der Vorzugsbehandlung, was auch Jamila schon vorher angesprochen hat, wo liegen die Querverbindungen zu Antidiskriminierungsmaßnahmen und Initiativen. Und an mehreren Stellen des Übereinkommens wird die Stärkung der kulturellen Rechte von Minderheiten und benachteiligten Gruppen angesprochen, sowie zu deren Zugang zu Kunst und Kultur. Und da bewege ich mich jetzt im Zitatwort der Konvention. Uns ist dadurch als Prämisse klar geworden, dass Rahmenbedingungen für den Fernsektor dass ein diskriminierungssensibler Zugang, ein diskriminierungskritischer Zugang essentiell dafür ist. Das würde auch gar nicht gehen ohne das Austauschgremium der AG Kulturelle Vielfalt. Das ist eine zivilgesellschaftliche Plattform, die
einige Mitglieder hat aus Interessensvertretungen, aus Institutionen, die die Begleitung, die Umsetzung der Konvention aus zivilgesellschaftlicher Perspektive begleiten. Und eben diese Allianzen, und deswegen freut mich auch sehr, dass Anne Wiederhold heute bei uns da ist, ist so wichtig, weil wir wollen eben auch heute mit dieser Präsentation aufzeigen, dass das zentral ist, von allen Seiten, von Bottom-up, aber auch Bottom-down-Prozesse eben die Zentrale dieses Themas voranbringen. Hier auf der linken Seite, also rechts sehen Sie das Bild der Konvention, links sehen Sie die Publikation, die wir heute online stellen, und ich freue mich auch, nachher den Link in den Chat zu posten. Und zu Beginn möchte ich sagen, viele der TeilnehmerInnen der Reihe, und das widerspiegelt sich auch in der Publikation, kritisieren immer wieder Ansätze, die als schnelle Lösungen oder einfache Auswege gesehen werden. Und weshalb auch kritische Diversität, dazu komme ich gleich, nachdem ich diese Zitate hier vorgelesen habe. Is diversity a ticking box or genuinely making spaces where each person can bring their essence? Das Förderansuchen war nicht erfolgreich, bis Mann, Frau sich mit seinem exotischen Hintergrund beschäftigte. Communities are learning not to sell cheap. Institutions are taking profits of diversity. Diese Zitate sind direkt Zitate von Teilnehmern aus der Reihe. Weshalb deswegen kritische Diversität? Es geht nicht um Box-Ticking, es geht nicht um einen marktorientierten Benefit, es geht darum, dass Diversität nachhaltig gedacht wird. Es geht um Verteilung von Ressourcen, denn Projekte oder Initiativen, die eben diese Ziele verfolgen, sind oftmals freiwillig oder ehrenamtlich, und Institutionen neigen dazu, oder es gibt oftmals punktuelle Diversitätsmaßnahmen, die auch nicht auf längerfristige Stärkung abzielen. Was hier entgegenwirken kann, ist die diskriminierungssensible Weiterentwicklung von Institutionen, Verbänden, die Organisationen, unter anderem durch Antidiskriminierungsvereinbarungen auf Betriebsebene. Ich möchte hier kurz nur erwähnen, als Good Practice Beispiel von der Initiative Minderheiten, auch ein sehr gutes Beispiel. Das muss und soll Hand in Hand gehen mit internen Monitoring-Aktivitäten, auch Antirassismus-Trainings, Antidiskriminierungstrainings. Und ich freue mich heute sehr, dass wir sozusagen an diesem Input-Teil auch ein praktisches, gemeinsam rassismuskritisches Arbeiten, Denken eben machen können. Das betrifft allerdings auch die Führungsebene und ein Hinwegbewegen auch von hierarchischen Entscheidungsstrukturen zu potenziell kollektiven, partizipatorischen Ansätzen. Ich möchte hier noch kurz das Beispiel nennen, ein möglicher Vorschlag oder ein konkretes nach vorne kommen, die Einrichtung eines Diversitätsfonds, sozusagen der komplementär wäre und ansteigend, abhängig vom ansteigenden Eigenmittelanteil, abhängigen Fördervolumen zur Umsetzung diskriminierungssensibler Weiterentwicklung von Institutionen eben zur Verfügung gestellt werden könnte. Es braucht eine Lobby, eine Interessensvertretung auf mehreren Ebenen, die intersektional agiert. Community work is for all of society. It does not end in community work. Hier noch drei weitere Punkte, die sich eben sozusagen ausgewählte Punkte aus den Reflexionen sind, die sich, das hatte ich zu Beginn nicht erwähnt, an zivilgesellschaftliche, aber auch administrative, politische, Kulturpolitikakteurinnen richten. Das heißt, die Adressatinnengruppe ist hier sehr breit gefasst, aber dementsprechend eine gute Ausgangslage, um davon weiterzudenken und Sachen mitzunehmen. Monitoring und Datensammlung, denn diese sind zentral, um eben den Status quo fassen zu können. Und es ist wichtig, dass hier qualitativ gemeinsam mit quantitativen Daten analysiert werden, gesammelt werden. Und hier würde beispielsweise eine Studie eben dieses Gesamtbild darstellen können. Die Umverteilung von Ressourcen als ganz zentraler Punkt, denn Diversity, und das kam sehr oft in unseren Diskussionen, wird nicht immer mit den bestehenden materiellen Ungleichheiten in Verbindung gebracht. Und dementsprechend, das betrifft die Adaptierung von Förderprogrammen, das betrifft aber auch die Einrichtung spezifischer Förderstrukturen, wie zum Beispiel Culture Gamma ein gutes Beispiel ist.
Das betrifft auch mehr Transparenz im Fördersystem. Und hier sind beispielsweise auch, wie auf Bundesebene auch schon vorangebracht wurde, dass es sozusagen die Entscheidungen in der Kriterien in der Entscheidungsvergabe von Jurien sind. Beispielsweise wäre auch ein Ansatz, ein Vorschlag hier, der in der Reihe kam, hier das direkt zu koppeln, sozusagen an Fördervergaben ab einer gewissen Höhe, um eben Maßnahmen zum Diskriminierungsabbau, positive Maßnahmen voranzubringen. Dies betrifft auch solidarischen Wissenstransfer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eben so Sachen wie das Fördersystem, aber auch, betrifft auch andere Themenbereiche, Zugangsbarrieren haben und einerseits aus Verbandsperspektive, aber auch aus anderer Perspektive hier Wissen zu verbreiten, hier Mehrsprachigkeit zu ermöglichen, sind wesentliche Punkte, um auch so Ressourcen umzuverteilen und fairer zu verteilen. Den letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, bevor ich mich noch schon am Ende meines Impuls nähere, sind die Themen Visabeschäftigung, Aufenthalt für insbesondere EU-Drittstaatsangehörige, KünstlerInnen, KulturarbeiterInnen, KulturakteurInnen, da hier wirklich wesentliche Barrieren vorliegen. Es ist ein großer Punkt, auch im Kontext der 2005er-Konvention. Ich möchte es aber dabei belassen da und sozusagen nicht zu weit in die Tiefe gehen, einfach nur als wesentlicher Punkt und bitten mich jetzt schon meiner letzten Folie, die ein Ausblick, also eines Textes ist, der in unserer Publikation vorkommt, und ich möchte gern nur um zu enden dieses Zitat links unten im Eck vorlesen. Do you actually want to work decolonially or do you just want to make it look like you do? Und damit lasse ich schon. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe wieder an Jamila. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Clara, für die gut aufbereiteten Ergebnisse des Prozesses. Wie gesagt, es gibt die Publikation, ihr habt alle den Link im Chat dazu, falls ihr dann in weiterer Folge euch näher damit beschäftigen wollt. Genau, auch ganz stark nochmal herausgearbeitet, dass Diversitätsprozesse immer auch dekoloniale Prozesse sein müssen. Ich würde gerne überleiten zu dem Teil, wo es darum geht, die Theorie in der Praxis anzuwenden. Und hierzu haben wir zwei wunderbare InputgeberInnen. Und die erste nimmt Bezug auf Allianzen und Partnerschaften, PartnerInnenschaften. Und dazu wird sprechen Anne Wiederhold. Anne Wiederhold Dariana Ward ist Mitbegründerin und künstlerische Leiterin der Wiener Brunnenpassage und Schauspielerin. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Formatsentwicklung transkultureller Kunst und Kultur, im Bereich der sozial engagierten Kunst, in der Diversitätsentwicklung und in der Kulturpolitik, sowie im experimentellen und dokumentarischen Theater. Anne Wiederhold arbeitet als Jurorin sowie in verschiedenen Gremien, unter anderem für die Europäische Kommission als Expertin für Diversität im Kulturbetrieb. Anne, darf ich dich bitten zu übernehmen an dieser Stelle? Es springt jetzt hier nicht auf die erste Seite. Jetzt aber. Also danke auch von meiner Seite für die Einladung und auch einen schönen guten Nachmittag. Ich würde gerne, wie schon angekündigt ist, ein Einblick mehr in die praktische Seite, in ganz konkrete Methoden auch des Kuratierens und Produzierens geben. Und als Einstieg würde ich gerne eine kurze Verortung geben dazu, aus welcher Perspektive ich spreche. Das ist die Wiener Brunnenpassage und ein Bild vom Team. Für uns fangen Allianzen und Partnerschaften innerhalb des Teams an. Die Diversität im Personal einer Kulturinstitution ist die Basis für kritische Diversität im Kultursektor. Wir arbeiten in einer ehemaligen Markthalle, in einer sehr diversen Umgebung. Es gibt viele Vernetzungen mit der unmittelbaren Nachbarschaft. Das Programm wechselt täglich. Auch da findet vieles in Kooperationen statt. Hier
ein Bild vom Klangforum, hier ein Bild der Wien-Woche. Viele Formate sind partizipativ ausgerichtet und in vielen werden Menschen aus dem lokalen Umfeld zu Protagonistinnen unserer Produktionen. Auch das sind wichtige Allianzen unserer Arbeitsweise. Von Beginn an haben wir viel kooperiert mit großen Kulturinstitutionen der Wiener Innenstadt, auch um unseren Horizont zu erweitern. Das ist hier ein Bild von unserem Rap-Chor vor Ort und ein Bild von unserem Rap-Chor im Akademietheater. Wir haben mit unseren Formaten die Möglichkeit, in großen Bühnen von größerer Sichtbarkeit für diese Formate ihnen gegeben und haben damit natürlich auch ganz andere Wirkungen erzielt, ganz andere Publika erreicht. Und dennoch ist es so, dass wir dann nach 10 Jahren für uns gemerkt haben, das ist uns nicht nachhaltig genug. Denn das war toll, das war eine sehr befriedigende, sehr schöne Arbeit so zu produzieren. Es war aber immer temporär. Das heißt, es hat im Kultursektor Anstöße gesetzt, es hat jedoch nicht zu wirklich neuen Produktionsstrukturen geschafft. Das heißt, es gab dann über viele Jahre einen Austausch mit ganz vielen anderen Akteurinnen in Wien zu diesen Themen. Und es gibt hier in Wien viele, die für diesen Aufbruch im Kultursektor seit Jahren kämpfen, viele schon seit Jahrzehnten. Und ich möchte nun als ganz konkretes Beispiel auf die bisher größte Allianz vieler Wiener Akteurinnen und Akteure eingehen. Da sind ebenfalls dabei Kulturen in Bewegung und die österreichische UNESCO-Kommission. Eine Allianz, in der nun alle ihre Kräfte und unterschiedlichen Perspektiven bündeln für mehr Diversität in der Wiener Kulturlandschaft, die Arts Projektbüro für Urbanität und urbanen Dialog. Wir sind jetzt hier auf der Website. Hier sehen Sie die 4 Frauen, die die Arts kuratieren und koordinieren. Es gibt einen Überblick über ganz viele verschiedene Veranstaltungen, beispielsweise auch demnächst zu Entscheidungspositionen im Kulturbetrieb. Und ich würde Ihnen jetzt gerne den Trailer vorspielen. Ist hier, um über die Arts ist hier, um über Diversität in der Wiener Kulturlandschaft zu sprechen. Mit die Arts schauen wir genauer hin, um alle jene in Szene zu setzen, die sonst wenig vorkommen. Das D in die Arts initiiert Dialog, baut Diskriminierungen ab und baut Brücken zwischen Künstlerinnen und etablierten Institutionen. Denn die Stadt, in der wir leben, ist divers, mehrsprachig und vielseitig. Und genau das soll sich auch im Kunst- und Kulturbetrieb widerspiegeln. Wir wollen die gesellschaftliche Vielfalt auf den Bühnen dieser Stadt erleben. Sie soll aus den Konzertsälen schallen, laut vom Marktplatz schreien und in den Museen sichtbar werden. Die Arts versteht Diversität als Prozess und Dialog. Wir zeigen auf, wer bisher strukturell ausgeschlossen wird und welche Gruppen bisher im öffentlichen Kulturleben dieser Stadt nicht vorkommen. Wir werden aber vor allem eins, gemeinsam darüber reden, wie sich das in Zukunft ändern lässt. Mit Diskussionsformaten, Workshops, einem Wissensarchiv und dem Aufbau einer Expertinnenplattform und mit künstlerischen Produktionen. Die Arts verbindet, hinterfragt, zeigt auf, beansprucht und setzt damit nachhaltige Veränderungen im Kulturbetrieb um. Die Arts startet im Juni 2021 in breiter Allianz und mit dir. Genau. Das ist eine wirklich sehr, sehr groß angelegte Allianz über mehrere Jahre mit ganz, ganz vielen Akteurinnen und Akteuren. Und bemerkenswert daran ist vor allem auch, dass es gelungen ist, sowohl marginalisierte Akteurinnen als auch sogenannte Hochkulturinstitutionen wirklich zusammenzubringen, weil Patentrezepte in diesem Bereich gibt es nicht und sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Ich würde aus Zeitgründen jetzt nur noch gerne hinweisen auf eine sehr wichtige andere, weitere Allianz, die in den letzten Jahren gegründet wurde, auch gemeinsam mit der österreichischen UNESCO-Kommission, Arts Rights Justice, zum Thema Kunstfreiheit. Im Folgenden würde ich gerne auf eine ganz konkrete Methode der Wiener Brunnenpassage eingehen, und zwar Partnerschaften.
da ist es so, dass wir, wie gesagt, nach einigen Jahren für uns entschieden haben, dass wir einen Schritt weitergehen wollen, als nur zu kooperieren. Diese große Vision, Transformation des Kultursektors, stößt natürlich immer wieder an die Fragen, wie ist das überhaupt möglich, im großen Stil etwas zu verändern. Das heißt, es geht bei uns um das Ziel der Koproduktion ungleicher Kulturinstitutionen, etwas plakativ gesagt, zentrale versus dezentrale, hochsubventionierte versus weniger subventionierte, traditionelle, transkulturelle, ticketing-orientierte versus pay-as-you-can-prinzip-orientierte. Diese Partnerschaften werden von uns laufend evaluiert, weil natürlich auch dort das alles ein groß angelegtes kulturpolitisches Experiment ist, über das Tun auch viele Dinge zu lernen. Die zentralen Motivationen dabei sind wirklich zeitgenössische Ästhetiken zu entwickeln und zu kreieren, ganz neue Räume auch für unsere Produktionen zu erschließen. Es geht da um Fragen der Umverteilung, der Sichtbarkeit, ganz stark um die Reflexion von Machtunterschieden, aber auch um ein Voneinanderlernen und wirklich einen Brückenschlag, weil diese Partnerschaften in beide Richtungen fungieren. Ich möchte jetzt hier noch zum Schluss ein paar konkrete Beispiele geben. Das Weltmuseum Wien am Heldenplatz und die Brunnenpassage. Wir hatten 3 Jahre lang eine Partnerschaft und haben dabei eine gemeinsame Ausstellung, auch in Kooperation mit anderen Institutionen, kuratiert, mitgestaltet. Diese wurde dann 2 Jahre lang im Weltmuseum gezeigt. Und in diesem Rahmen gab es auch sehr viele andere Projekte, die wir in den Räumlichkeiten des Museums umsetzen konnten. Das heißt auch für unser Personal und unsere Künstlerinnen, dass wir viel größer denken konnten und auch Veranstaltungen zum Beispiel mitten dort in der Säulenhalle umsetzen konnten. Jetzt im vergangenen Jahr ein Park in Simmering und dann in der Säulenhalle diese Ausstellung. Die aktuelle Partnerschaft zum Abschluss, die basiert jetzt wirklich auf den Erfahrungen der ganzen letzten Jahre und die ist jetzt abgeschlossen mit dem Wiener Musikverein. Und das wird jetzt der Auftakt sein, ein großes Konzert im großen Saal des Musikvereins mit diesen wunderbaren Sängerinnen und auch dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Und das ist der Auftakt für eine ganze Reihe von anderen Formaten und auch im kommenden Jahr partizipativen Formaten. Da das Ganze sehr komplex ist und der Wissenstransfer und das Sharen und voneinander lernen uns sehr wichtig ist, möchte ich noch hinweisen auf unsere aktuelle Publikation, wo es auch ein ganz großes Kapitel über diese Partnerschaften gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und gerade in dieser jetzigen Zeit kann ich nur hoffen, dass wir gute und starke Allianzen aufbauen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Anne. An alle, die tatsächlich noch nie in der Brunnenpassage waren, die haben etwas verpasst und es wird Zeit. Und auch die Arts-Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage. Das Buch ist im Transkript Verlag erschienen und über die Brunnenpassage unter anderem zu erwerben. Zum nächsten Input. Nicht nur die Brunnenpassage setzt Theorie in der Praxis um, sondern es gibt ein weiteres sehr, sehr zentrales Projekt in dieser Stadt und zwar in Bezug auf auch Umverteilung und Förderrealitäten. Und ich würde hierzu Galina Baeva zu ihrem Input zu künstlerischen Interventionen und marginalisierten Positionen einladen. Galina Baeva ist seit 2019 die Leiterin von Kulturen in Bewegung beim Vienna Institute for International Cooperation and Dialogue und hat 2012 das Projekt Kulturgamma mit initiiert. Kulturgamma ist ein Förderungsprogramm der Kulturpraxis von marginalisierten und minorisierten Akteurinnen in Wien. Galia, bitte darf ich an dich übergehen. So, herzlichen Dank, Jamila, für diese nette Einführung. Ich
teile dann gleich auch die Folien, die ich vorbereitet habe. Und ganz am Anfang möchte ich auch klarstellen, dass ich dann hier heute aus zwei Perspektiven zu sprechen habe. Die eine wäre ja die der Gastgeberin dieser Veranstaltung und auch Mitinitiatorin von der Reihe Forum Fair Culture. Aber mit einem Fuß stehe ich dann seit 2012 beim Projekt Kultur GEMA. Wahrscheinlich bei manchen von euch eher ein Bekannte. Wie schon gesagt, das Projekt wurde 2012 ins Leben gerufen und ist dann von der Stadt Wien finanziert. Und letztendlich geht es dann darum, Förderung von Kunst- und Kulturschaffenden in Wien, die aus formellen oder aus informellen Gründen, Reisepass, Aufenthaltstitel, Studium oder sonstiges aus städtische oder staatliche Förderungsprogramme schon damals ausgeschlossen waren und teilweise noch immer sind. Es geht darum, zwei Calls, die ehrlich ausgeschrieben werden. Ein Call ist dann für ein Arbeitsstipendium, beziehungsweise sind vier Arbeitsstipendien, die ehrlich vergeben werden. Und die zweite Call ist dann für ein Fellowship. Die erste Form der Förderung ermöglicht ein selbstständiges Arbeiten der Kunst- und Kulturschaffenden, die innerhalb ihrer Stipendiumszeit, nämlich 6 Monate, ihr Konzept zu realisieren haben. Die werden auch monatlich begleitet und sie arbeiten gemeinsam eine öffentliche Präsentation aus. Das zweite Format, nämlich Fellowships, zielt eher auf einer engen Zusammenarbeit mit Kunst- und Kulturinstitutionen in Wien, wo diejenigen ihre Konzepte realisieren sollen, also mit der Institution und in der Institution. In beiden Fällen, wie schon gesagt, haben diejenigen 6 Monate Zeit, um ihr Vorhaben zu realisieren. Und sie bekommen dann monatlich 1.300 Euro zur Verfügung. Die Bewerbungen können in jeder Sprache gerichtet werden und auch in jedem Sprachregister. Was heißt das? Das heißt, dass sowohl der Lebenslauf sowie auch das sogenannte Konzept nicht eine strikte Konzeptstruktur zu folgen hat. Das hat sich bewährt und wie wir wissen, es ist sehr wohl auch eine Frage von Sprache, nicht nur von Fremdsprache oder Nicht-Fremdsprache, sondern auch von Bildungssprache, von Klasse etc. etc., die da Barrieren schaffen kann, beziehungsweise auch Barrieren abschaffen kann oder zumindest diese vermindern kann. Das heißt, jede Sprache ist willkommen, jegliche Formen von Konzepte werden auch akzeptiert, Audiobewerbungen sind auch möglich, sowie auch Videobewerbungen auch. Der nächste Punkt ist die Rolle der Jury, die diese Stipendiatinnen auswählt. Das sind 7 Personen, die ehrlich von neu konstituiert werden. Das sind Personen, die aus der Kunst- und Kulturlandschaft Wiens auch stammen und die aus Communities, die selbst von Deprivilegierung getroffen sind, stammen. Oder wie im Fall von Anne Wiederholt, die vor Jahren Teil der Jury von Kultur GEMA war. Das sind auch Personen, die in ihrer Arbeit eine explizite politische Sensibilisierung auch aufweisen. Als nächstes, auf was ich eingehen möchte, ist die Methode des Projektes Kultur GEMA, Affirmative Action, eine Methode, die in den 70er und 80er Jahren vor allem im englischsprachigen Raum sehr verwendet wurde, auch noch weiterhin, wo es darum geht, direkte Förderung auch anzubieten und zu ermöglichen an diejenigen, die nicht mit den Privilegien der Mehrheitsgesellschaft rechnen können oder rechnen. Diese Methode letztendlich musste, und aus meiner Sicht hat das auch dann erreicht, zu mehr Sichtbarkeit von minorisierten und marginalisierten Positionen in jeglichen Kontexten geführt. Und das erklärt, das ist jetzt aber meine Analyse, wieso da im englischsprachigen Raum
der Diskurs über Diversität und über kritische Diversität viel, viel weiter vorangeschritten ist. Das heißt, oder was eigentlich diese Methode will, ist es dann eine direkte Umverteilung von Ressourcen. Das haben wir schon beim Teil von meiner Kollegin Clara Kostal auch gehört, wie wichtig das auch ist und dass das auch eine Förderung der Communities letztendlich ist. Und diese Methode führte auch zu Selbstverständlichkeit und zu einer Anerkennung dieser künstlerischen Positionen in dem Kontext Kunst- und Kulturpraxis. Somit eigentlich das Projekt bezieht eine klare Position zur Pluralität dieser Gesellschaft, in der wir leben. Und insofern treffen wir uns da ganz gut mit der D-Arts-Initiative. Deswegen ist ja auch das Projekt Kultur GEMA Teil von dieser Initiative. Ein sehr wesentlicher Nebeneffekt des Projektes, also neben dieser Einzelförderung von Künstlerinnen und Künstlern, ist, dass diejenigen auch Teil von einem größeren Netzwerk werden. Also einerseits teilen sie dort wenn nicht sogar die gleichen, aber sehr ähnlichen Diskriminierungserlebnisse und Erfahrungen, sowohl auf Strukturebene, aber auch auf instruktureller Ebene. Also sind jetzt ein paar Beispiele wie Aufenthaltstitel, Problematik, Arbeitserlaubnis, prekäre soziale Lage, aber auch Race und Gender sowie ethnische und religiöse Zugehörigkeit sind Themen, die immer wieder zu besprechen sind und aber auch dort mögliche Lösungen bzw. Strategien da entwickelt werden können. Und letztendlich dann diese finanzielle Unterstützung ist ja ein konkretes Beispiel, wie man zumindest für die 6 Monate da entgegenwirken kann. Dieser Netzwerk ermöglicht jegliche Art von Kontakte, die stattfinden, also sowohl unter den Stipendiatinnen, aber auch mit den Jurymitgliedern oder ehemaligen Jurymitgliedern. Und wie auch dann die Erfahrung gezeigt hat, diese Kontakte gehen ja über diese Stipendiumszeit hinaus. Und aber gleichzeitig, was wir schon seit 10 Jahren beobachten, ist, das Projekt ist ja eine Art auch Archive dieser künstlerischen Positionen aus marginalisierten und minorisierten Kontexten. Und insofern auch schreibt sich in der Geschichte der Stadt Wien auch ein, prägt auch diese Geschichte noch auch ein. Und genau diese Geschichtsschreibung und diese Geschichtsprägung ist etwas oder eine Förderung und ein Bedürfnis der Communities, die wir dann über die Reihe Forum Fair Culture auch als Erkenntnis gewonnen haben. Letztendlich, was ist bis jetzt geschehen? 72 Konzepte wurden bis dato gefördert. Mit 31 Kooperationspartnerinnen wurde bis dato zusammengearbeitet und viele, viele, viele Menschen haben bis jetzt, waren als Teil der Jury, haben dieses Projekt auch unterstützt. Detaillierte Informationen kann man über die Homepage von Kultur GEMA finden, sowohl zur Jury sowie auch zur Herangehensweise, aber auch ganz wichtig, zu den ehemaligen Stipendiatinnen und Fellows. Wir sind auch sehr erfreut, dass Sie diese Zeit insofern auch nützen. Und das merkt man ja, weil ja viele von Ihnen auch danach sowohl andere Stipendien sowie auch größere Awards auch bekommen. Und das ist dann immer ein Grund für Freude. Was aber eigentlich hier noch ein Beispiel von der letzten Präsentation im Jahr 2021, die online stattfinden musste, unter der Homepage Kultur GEMA is on, wird heuer von 7. bis 10. April diese Präsentation stattfinden, die dann auch mit internationaler Beteiligung ist, wo auch die Stipendiatinnen vom Jahr 2021 und die Fellowships ihre Arbeiten auch der breiteren Öffentlichkeit zeigen können. Meine zentrale Message eigentlich ist es, dass das Projekt Kultur GEMA ein gutes Beispiel ist,
wie Erkenntnisse und Erfahrungen aus deprivilegierten Communities letztendlich in der Praxis umgesetzt werden können. Wir haben einiges schon gehört und hier würde ich mich jetzt nur auf diese drei Punkte konzentrieren. Also es ist ein Beispiel, was es mit sich bringt, eine Umverteilung von Ressourcen, wie auch Förderung der Mehrsprachigkeit auch aussehen kann und wie die auch funktionieren könnte. Und letztendlich, was es bringt, auch in Gremien repräsentiert zu werden. Das sind drei der vielen Erkenntnisse, die wir über die Reihe jetzt über ein Jahr lang erfahren konnten. Und an dieser Stelle auch die Hinweise zum Projekt Kultur Gamer. Und so bin ich jetzt am Ende meines kurzen Impuls auch gelandet. Und weil ich dann die Letzte bin, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und ganz explizit bei der Clara Kostal von der Österreichischen UNESCO-Kommission bedanken für diese gemeinsame Reise. Es war uns immer wichtig, auch zu betonen, dass sowohl Forum Fair Culture sowie auch andere Institutionen nur eine Station von einer längeren Reise sind. Hat ja auch die Anne gesagt, Kämpfe wurden ja auch geführt, werden ja auch weiterhin geführt werden und das ist immer wichtig auch zu betonen. Ich danke natürlich auch meinem Team von Kulturen in Bewegung und auch an dieser Stelle natürlich auch unsere Subventionsgeber Austrian Development Agency und EMA7 der Stadt Wien, die finanziell auch diese Reihe ganz konkret unterstützen konnten. An diejenigen von Ihnen, die den zweiten Teil auch genießen werden, wünsche ich einen wunderschönen Nachmittag, viele Aha-Effekte und auch viel Stoff zum Nachdenken. Danke. Vielen lieben Dank, Karina. Wir haben jetzt tatsächlich einige viele Dinge gehört und haben tatsächlich jetzt noch eine Zeit für eine Runde Fragen. Es gibt eben ein Q&A-Tool im Webinar, wo Sie Fragen formulieren können. Meiner Einschätzung nach können wir 2 bis 3 Fragen auf jeden Fall beantworten zum Forum for Culture, zu den konkreten Beispielen und genannten Projekten oder zu was auch immer Ihnen gerade ein Anliegen ist im heute diskutierten Kontext. Gibt es da schon etwas? Ich kann, ich bin noch nicht Host, das heißt, ich kann das Fragentool gerade selber nicht sehen, aber vielleicht kann ich kurz einen technischen Support spielen. Sind da bereits Fragen? Ich darf kurz die Frage von Maya Loh vorlesen. Wie funktioniert die Übersetzung der Bewerbungsanträge? Ich glaube, diese Frage ist an mich gerichtet. Also je nachdem, wir hatten bis jetzt, weiß ich jetzt nicht, wie viele Sprachen übersetzen müssen. Naja, wir verfügen ja wirklich einen großen Kreis von Bekannten und von Personen, die uns dann ehrenamtlich, aber auch gegen kleinen Zahlungen auch da bei der Übersetzung unterstützt haben und ja, es funktioniert durch diese Kontakte und da werden dann die Konzepte übersetzt und auch der Jury zur Verfügung gestellt. Danke für die Beantwortung. Ich sehe hier, es gibt noch eine Frage, für die wir Zeit hätten. Wir müssen dann nämlich auch in die Pause gehen. Aber was ist der Unterschied zwischen radikaler und kritischer Diversität in der Praxis, auch in Anlehnung an vergangene Veranstaltungen, fragt Cosima Sindelhofer. Gibt es da jemand von den Inputgebenden, die da gerne noch darauf antworten würden? Möchtest du, Galia, oder soll ich? Gern. Dann möchte ich kurz auch zu dem Begriff der radikalen Diversität im Vergleich zur kritischen Diversität auch gerne auf unsere Publikation verweisen. Und zwar haben wir uns in der Verwendung von Radical Diversity explizit auf das Institut von Lea Carola Czolek bezogen. Und im Prinzip
gibt es hier eine eingeschränkte Definition. Also kritische Diversität im Sinne meint immer den Blick auf die strukturelle Ebene, den Blick auf strukturelle Benachteiligungen. Radical Diversity ist da natürlich sehr ähnlich, aber es gibt einfach einen expliziten Zugang von einem Institut, auf den wir uns da bezogen haben. Ich habe die Definition gerade nicht im Kopf parat, beziehungsweise in der Publikation ist sie, und ich schicke sie dann gern auch noch einmal mit. Das ist dann eine Absatzdefinition. Aber es gibt sehr viele Überschneidungen zu kritischer Diversität. Danke für deine Antwort, Clara. In Anbetracht der Zeit werde ich diese Fragerunde, so kurz sie war, jetzt auch wieder schließen. Es gibt, wie gesagt, Veranstaltungen, die das Ganze in einem anderen Spirit weiterdenken. Es gibt Allianzen und es gibt sicher die Möglichkeiten zum Austausch, wo diese Fragen einfach auch gemeinsam weiter besprochen und diskutiert werden und werden müssen. Ich darf mich jetzt auch nochmal ganz herzlich für die Inputs und für Ihre zahlreiche Teilnahme bedanken. Einige von Ihnen nehmen ja auch noch am zweiten Teil der Veranstaltung, am anstehenden Workshop teil. Es wird hierfür jetzt ungefähr 15 Minuten bzw. 10 bis 15 Minuten Pause geben. Und ich darf auch noch die Leiterin des Workshops vorstellen. Und zwar wird der Workshop ausgeführt von Dunja Khalil. Sie ist langjährige Rechtsberaterin im Bereich Antirassismus sowie Hass im Netz und hält sich als Antirassismus-Trainerin Workshops und Trainings zu unterschiedlichsten Themen rund um Antidiskriminierung. Und darüber hinaus engagiert sie sich als Expertin in nationalen sowie in internationalen Netzwerken, Arbeitsgruppen und Organisationen zum Thema Grund- und Menschenrechte. Genau, vielen herzlichen Dank. Danke auch nochmal nicht zuletzt an alle PartnerInnen-Organisationen und aber auch im Namen der Gastgeberin darf ich mich an dieser Stelle nochmal ganz besonders beim BMKÖS der Abteilung 10 für europäische und internationale Kulturpolitik und hier insbesondere bei Frau Katrin Kneißl bedanken. Genau, es gibt jetzt eben ungefähr 13 Minuten Pause. Es gibt den Zoom-Link für die zweite Veranstaltung, den alle, die sich dafür angemeldet haben, bekommen haben sollten. Und ich wünsche einen schönen Nachmittag und hoffe auf ein Wiedersehen ganz bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke, ciao.